Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Wir sind in einem kleinen Ort namens Fürstal oder so angekommen. Ich schaue nochmal. Ja, so in etwa heißt es. Eigentlich wollten wir hier nur durchreiten, denn dies ist unser Ziel. Wir wollten die Großbartbrüder finden und uns auf dem Wege annähern. Aber hier ist irgendwie so viel los, dass wir uns auch mit den Dingen, glaube ich, noch beschäftigen werden. Was ich aber gerade gesehen habe, es gibt hier einen Waffenschmied. Und das ist natürlich ganz hervorragend. Ah, Scheiße. Die beste Klinge ist nichts wert, wenn ein schwacher Arm sie schwingt, nicht? Ob der so stark ist, wie er aussieht? So, und stimmt das, Gerede? Das heißt, hast du nach dem letzten Raubzug einen Schwarzen laufen lassen? Er war ein blutjunger Bursch. Bist du Schwein? Jünger als mein Erik. Ja? Als ich das Schwert hob, ist er in Tränen ausgebrochen. Ich konnte es einfach nicht. Jung, wie? Noch schlimmer. Er wird nach Nilfgaard zurückkehren und weitere Zeugen. Nächstes Mal tötest du alle Gefangenen. Mit bloßen Händen. Sonst töte ich deinen Sohn. Okay. Graue Methoden hier. Wie auch immer, das Gute an diesem Schmied ist, dass wir einerseits verkaufen können und zum anderen... Hemdal wacht über den Clan Tyrseth. Das Blut der Könige. Ja, und zum anderen vielleicht neue Waffen herstellen können, denn wir haben Level 23, das heißt, wir können das Katzenschwert, ja. Schon mal gegen einen Drachen gekämpft? Nutzen. Das sollte uns stärker machen. So, hier haben wir ihn. Wie steht's? Läuft das Geschäft? Wieso nicht? Immerhin mache ich die besten Waffen der Insel. Sieh nur. Eiserz tief aus dem Inneren des Artfand, wo Riesen einst die Erde aufgerissen haben. Dann mein Schmiedefeuer, das seit 6 Generationen pausenlos brennt. Es wird vom Vater an den Sohn vererbt. Und jeden Abend kommt Hara, meine Jüngste, sticht sich in den Finger und lässt einen Blutstropfen in das Wasser fallen, indem ich die Klingen härte. Oha. Okay, nicht schlecht. Außerdem spielt er gewinnt, aber da kommen wir später noch zu. Gibt es was Neues in Fürestal? Was Neues? Nein, wir sind hier nicht auf dem Festland. Hier ändert sich die Mode nicht mit jeder Schneeschmelze. Wir leben wie unsere Väter und Großväter. Wir fischen, jagen und plündern. Und so werden wir es bis zur Ragnarok halten und darüber hinaus. Nun gut, ich würde sagen, wir verkaufen erstmal. Lass mich mal sehen. Und beginnen vielleicht mal hier mit den Rüstungssachen. Und zwar das, was wir logischerweise nicht mehr brauchen. 97 oder nie gebraucht haben. Jo, wie viel Geld hat er? 1600. Wir werden ihm auch ein bisschen was geben, logischerweise, weil wir ja was herstellen. So, Bahnart, Brustpanzer brauchen wir auch nicht. Alles, was grün ist, wollen wir natürlich behalten. Henkerstiefel benötigen wir nicht. Die Markhammer Hose, nicht schlecht, aber wird lieber verkauft. Auch das, das. Okay, Fährtenleserhandschuhe und die Ritterhandschuhe. Das ist doch schon mal sehr schön. Okay, wir machen weiter mit den Schwertern. Das Werkenbeil. Ich weiß nicht, ob wir in Stufe 30 das schwingen werden, ob das dann gut sein wird. Na, wir behalten es nochmal. So, Tagesstern wird verkauft. Devin wird verkauft. Friedensstifter. Na? So, die Armbrust können wir erst mit Stufe 24. Ist aber keine Verbesserung. Insofern verkaufen wir sie auch. Das können wir mit Stufe 20. Könnte vielleicht interessant sein. Lassen wir mal. Wolf wird verkauft. So, damit hat er jetzt kein Geld mehr und jetzt geht's ans Handwerk. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also, da geht's schon los. Was ist denn jetzt mit dem Schwert, was ich jetzt hier machen will? Hä? Wir haben doch mit Sicherheit ein Schema gehabt. Das zeigt er mir aber jetzt nicht an. Vielleicht habe ich das entsprechende Vorgängerschwert nicht. Ist das vielleicht ein Problem? Aber dann müsste er mir das Vorgängerschwert doch anzeigen. Okay, das ist komisch. Also ich hätte schwören können, dass wir Schwertschema haben für Katzenausrüstung.
Das muss ich mir... Oder ich frage mal. Ne, da kommt man in das gleiche Menü. Bis dann. Gute Fahrt. So, das muss ich mir jetzt mal angucken. Was ist da schiefgegangen? Handwerk. So, Silberschwert. Kann es sein, dass, weil wir das Katzensilberschwert nicht haben? Oder hier, verbessertes Katzensilberschwert. Das müsste eigentlich gehen. Warum zeigt er mir das nicht an? Das wäre gut. Plus 48, das wollen wir eigentlich haben, ne? So, klar, ich brauche hier einen Meteoritensilberbarren. Den müssen wir noch irgendwie herstellen. Aber anzeigen müsste er das doch schon. Wir gucken mal. Greifensilberschwert, Wolfsilberschwert, Katzensilberschwert. Da ist es. Das Stufe 17er. Hm. Verstehe ich nicht. Wir sprechen ihn nochmal an. Du bist zurück. Ich möchte, dass du mir etwas herstellst. Was? Sind ja meine Waren nicht gut genug? Nur ruhig. Sie sind vorzüglich, aber nicht das, was ich brauche. Fremde und ihre Ideen. Na schön, zeig mir, was du willst. So, aber hier schon wieder. Es könnte natürlich sein, aber er müsste das doch auch anzeigen, wenn nicht alle Teile vorhanden sind. Okay. Aber alles, was er mir anzeigt, da ist alles vorhanden. Dann ist das System anders als zum Beispiel bei den Alchemisten. Da kann man ja noch Sachen kaufen von ihm. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen merkwürdig. Aber hier zum Beispiel sagt er auch, Zutaten fehlen. Oder er hat nicht die... Aber er hat doch gesagt, er ist der Beste auf der Insel. Das kann doch nicht sein. Gut. Passt mal auf, liebe Leute. Ich mache mal hier einen Schnitt und ich gucke mal, dass wir diesen einen Silberbarren irgendwo herbekommen. Vielleicht indem wir den bei uns irgendwas zerlegen. Das will ich mir mal in Ruhe anschauen. So, ich habe mir das mal angeguckt. Ich habe auch etwas zerlegt, so dass wir die Materialien hätten. Aber ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass er ein Angeber ist und überhaupt nicht so gut wie behauptet. Ich glaube, er gilt als Anfängerschmied und er kann die Schemata nicht herstellen. Ist meine Auffassung. Dennoch werde ich mir hier auch noch Schemata kaufen, nämlich großer Zoria-Runenstein, der bringt uns Chance auf Einfrieren, finde ich gut. Dann großer Dasbock bringt Chance auf Verbrennen, das gefällt mir auch sehr gut. Und großer Chernobock bringt Angriffskraft. Da können wir möglicherweise auch schon irgendwie ein bisschen Handwerk betreiben. Also ihr seht es, ne? Rechts sehen wir immer benötigte Stufe, Anforderung des Handwerkers. Das sind alles Anfängerwaffen. Deswegen, und diese Schemata, die wir da brauchen, sind Gesellenschemata. Das heißt, er kann die einfach nicht. Ja, bisschen blöd. Er kann auch nicht mal... Ah, nee, okay, alles klar. Ja, das hat sich insofern bei ihm erledigt. So. Ah, warte mal, jetzt haben wir erst die Schemata. Ich wollte mich eigentlich bei ihm gleich mal das herstellen. Wir lassen das mal reinlaufen. Lass mich mal sehen. Und gucken nochmal, ob das jetzt geht. Nee. Können wir das selber herstellen ohne ihn? Weiß ich gar nicht. Kann aber sein. Bis dann. Gute Fahrt. Ja. Nochmal ein letzter Blick hier ins Handwerk. So, mir geht es nämlich um Folgendes. Nicht um die Stiefel, sondern hier, um diese Verbesserung. Und, da brauchen wir Meister sogar. Bei den Normalen sind Gesellen. Okay, jetzt ist aber der Beleg erbracht. Selbst die Gesellensachen kann ich bei ihnen nicht machen. Verstehe. Das war insofern ein bisschen früh, dass wir das jetzt gekauft haben, weil wir, glaube ich, noch gar keinen Meister kennen. Ja, aber der in Novigrad, der war zumindest Geselle. Da können wir erst unsere Waffen verbessern. Oh mein Gott. Das ist ja noch ein bisschen hin, ne?
Na gut, es ist wie es ist. Wir müssen damit klarkommen. Wir werden sehen. So, da drüben wir ist noch ein Händler. Alles wird ich gut. Hätte einen Stimmt das, Gerede? Hast du nach dem letzten Raubzug einen Schwarzen laufen lassen? Er war ein Blutjunger. Ich sehe, dass du von weit her kommst. Du willst deine Vorräte auffüllen, möchte ich wetten. Genau. Oh, er spielt auch gar nicht. Ich würde mir gerne dein Angebot ansehen. Noch schlimmer. So, was hat er hier? Das ist, ja, gut. Reiseführer benötigen wir nicht, aber wir werden ihm hier ein bisschen was verkaufen. Scheuklappen, nochmal Scheuklappen. Wir sind bei 82 Kilo. Ich bin am überlegen, ob wir... Ah, wir haben ja fast alles verkauft drüben. Gibt da gar nichts mehr so richtig über. Oh, das ist doch solide. Das ist doch solide. Ja, Essen muss ich jetzt auch nicht verkaufen. Das ist in Ordnung. Nö, dann ist gut. Nach Nilfgaard zurückkehren und weitere Zeugen. Bis dann. Früher gab es auf den Inseln kaum alle Gefangenen. Mit bloßen Händen. So. Also hier sind zwei Aufträge, die für uns vermutlich ja nicht so einfach werden. Bist du verletzt? Wir werden mal gucken, wo wir dafür hin müssen. Wir schauen mal. Wir sprechen mal mit den Leuten. Ha! Ein Hexer! Freya sei gelobt! Hexer, Hilfe! Ja, ich bin schon hier. Und dann? Was dann? Nichts dann. Und was schert es euch auch? Das ist was für einen Hexer. Bitte sehr. Worum geht's denn? Um ein Monster. Es hat mich angegriffen. Mich und meinen Kameraden. Das Vieh schlitzen wir auf. Nein, nicht wir. Der Hexer. Warum den Hexer belästigen? Das war doch bestimmt bloß ein Wolfsrudel. Du hattest solchen Schiss, dass du Gespenster gesehen hast. Ich hol ein paar stramme Jungs und dann... Nicht nötig. Der Hexer macht das schon. Du lässt uns nicht hängen, oder? Da steckt doch irgendwas dahinter. Fahrröhr! Strunzdoof! Kommst du von Fahrröhr? Ganz schön weit weg. So ist es. Ich kam aus Fyrisdal, um eine Ladung Felle aus Svorlak zu verhökern. Svorlak? Also nicht von Fahrö. Svorlak ist auf Spikerog. Tja, weißt du, ich bin von Fahrö nach Svorlak gesegelt und habe da Krempel vom Festland gegen Felle getauscht. Dann bin ich hergekommen. Von Fahrö nach Spikerog nach Artskellig. Bist ja gut rumgekommen. Was bleibt mir übrig? Kaufleute segeln guten Geschäften hinterher, anstatt schlechte in der Nähe zu machen. Okay, Geralt ist ein bisschen skeptisch, ne? Ich bin übrigens erstaunt, wie gut er sich auskennt auf den Inseln. Der Jäger hat vielleicht recht. Und es waren nur Wölfe. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und woher sollte er das auch wissen? Diese Drummond-Deppen können keinen Fisch von einem Furz unterscheiden. Dieser Depp da trug die Farben der Ankret. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Ach, was soll's. Dem Pack kann man auch nicht trauen. Ich bin von Monstern angegriffen worden. Ich brauche einen Hexer, keinen Jäger. Der ist komplett verwirrt, der Typ. Also gut, worum geht es denn? Erzähl. Mein Kollege und ich waren mit einem Wagen voller Felle unterwegs nach Fyrisdal. Plötzlich fängt was an zu kreischen. Das Pferd geht durch und dann springen lauter Monster aus den Büschen. Mein Kollege zog den Kürzeren, den haben sie sich zuerst geschnappt. Ich bin wie durch ein Wunder entkommen. Was waren das für Monster? Neckhooks. Kein Zweifel. Was? Du weißt schon. Scharfe Klauen, Tierschädel auf den Köpfen, greifen im Rudel an. Neckar? Ja, genau. Neckar. Fast 20. Also, hilfst du mir und bringst die Bastarde um? Die Straße muss passierbar sein. Ich will sie bald wieder benutzen. Ja. Du hast deine Ladung verloren, also weiß ich nicht, wie du mich bezahlen willst. Und ich arbeite nicht kostenlos. Ich hab noch was auf der hohen Kante. Bestimmt werden wir uns einig. Wie viel nimmst du denn? Er ist irgendwie so merkwürdig euphorisch. Komischer Typ. Ein gerechter Preis. Also? Ich helfe dir. Herrlich! Hexer lassen einen nicht hängen. Im Gegensatz zu den Armleuchtern vom Clan Drummond. Oder Clan Drummond. Viel Glück, Hexer. Mach's gut. Moment. Wo finde ich dich?
Was? Nach dem Auftrag. Wo finde ich dich? Oh, ach so. Hier, in der Taverne hier. Da warte ich auf dich. Gut. Bis dann. Freya sei mit dir. Okay, das ist super skurril. Das geht doch nicht so gut. Okay, wir sind da schon vorbeigeritten im Prinzip. Ja, wir werden das auf der Rückkehr, glaube ich, erledigen. Wir sprechen nochmal den anderen an, hier wegen des Drachens. Den Dorfältesten. Ist das der? Ja. Oh, ein Hexer. Du bist wegen des Drachen hier, richtig? Erzähl mir von diesem Drachen. Wie sieht er denn aus, zum Beispiel? Das weißt du nicht. Und du willst Monsterjäger sein? Er hat Schuppen, Flügel, Klauen. Ein Drache ist ein Drache. Langes Diskutieren bringt nichts. Töte ihn, sonst gibt's noch mehr Opfer. Reden wir über die Belohnung. Die Belohnung für diesen Drachen entspricht dem, was ich sonst für einen Neckar bekomme. Okay, weil Geralt nicht glaubt, dass es ein Drache ist? Ich meine, Geralt bringt doch eigentlich keine Drachen um. Das ist viel. Aber ein Drache ist auch viel. Na gut, angenommen. Hexer töten eigentlich keine Drachen, aber ich werde mich umsehen. Du hast von Opfern gesprochen, richtig? Zwei Brüder, Askel und Milas. Sie sind auf die Jagd gegangen und endeten als Beute. Sie waren so übel zugerichtet, dass selbst mir anders wurde. Und ich habe genug Verletzungen gesehen, war bei 32 Raubzügen dabei. Von Povis bis zu den Bergen von... Eine spannende Geschichte, ganz sicher. Aber ich bin mehr an den Wunden interessiert. Kannst du sie beschreiben? Sieh sie dir doch selbst an. Die Familie bereitet gerade das Begräbnis für die Jungen vor. Ihre Leichen liegen im Elternhaus am nördlichen Ende des Dorfes. Aber behandle die Leichen mit Respekt, wie es die Tradition verlangt. Was machen wir? Wir gucken mal. Ist das hier direkt im Dorf? Oh ja, alles klar. Hier nebenbei. Ja gut, schauen wir direkt mal vorbei. Warum nicht? In dem Haus. Oh, das tut schrecklich weh. Als ob mich was von innen heraus gereichen würde. Oh Mann. Okay. Arm verloren. Tja, schon wieder jemand, der die Opfer des Drachen ansehen möchte. Vielleicht sollte ich Eintritt verlangen. Vielleicht. Ich würde aber nicht bezahlen. Ich habe in meinem Beruf genügend Leichen gesehen. Ich bin ein Hexer. Ich bin hier, weil ich den Auftrag mit dem Drachen angenommen habe. Ich bitte um Verzeihung. Ich wusste es nicht. Wie kann ich helfen? Es wird nicht einfach für dich sein, aber ich muss mir ihre Verletzungen ansehen. Wenigstens hast du mich um Erlaubnis gebeten, anders als die anderen. Wenn du die Bestie dadurch besser töten kannst, gerne. Okay. Wo wurden die Leichen gefunden? Auf der Lichtung, auf der anderen Seite des Flusses. Die Jungs, sie waren immer dort, von klein auf. Sie haben dort Hasen gejagt. Das ist vorerst alles. Danke für deine Hilfe. Und ich verspreche, sie zu rächen. Na gut, dann untersuchen wir erstmal. Klauenspuren, Bissspuren, aber nichts verbrannt. Interessant. Okay, mehr ist hier wohl nicht zu sehen. Gut. Wir schauen mal. Okay, das ist gleich hier am Ort. Wahrscheinlich hat das hier alles stattgefunden. Ich habe es mir nochmal anders überlegt. Wir werden doch diese Aufträge jetzt erst erfüllen. Das ist einfach zu frisch, sind die Eindrücke. Gucken wir uns das mal an mit dem Drachen. So, Plötze kann hier bleiben, denke ich. Hurensöhne! Verschissene nilfgaardische Hunde! Okay. Hier haben wir schon die ersten Spuren, so wie es aussieht. Ziemlich schwacher Drache. Konnte die Kuh nicht tragen, hat sie nur zerfetzt und dann liegen gelassen. Ja. Okay, weitere Spur. Das Blut der Kuh. Es könnte mich zum Versteck führen.
Das könnte der Turm da hinten sein, würde ich mal vermuten. Aber das ist ein alter Belagerungsturm, sehe ich gerade. Krass. Doch keine Burg. Verstreute Knochen. Er ist von weit oben runtergefallen. Da oben ist ein Nest. Wahrscheinlich von einem Gabelschwanz. Warten ergibt keinen Sinn. Ich brauche einen Köder. Ja. Wir müssen wieder zurück. Mit dem Dorfältesten sprechen. Machen wir das. Ja, was kann er mir für einen Köder anbieten? Ein Schaf? Noch eine Kuh? Wir werden sehen. Ein Gabelspanz. Haben wir, glaube ich, schon mal besiegt? Wir leben anständige Leute. Siehst krank aus, finde ich. Hilfst du uns jetzt mit dem Drachen oder nicht? Ich habe das Nest des Drachen gefunden, aber ich brauche einen Köder, zum Beispiel ein Schaf. Ah, verstehe. Willst du es mit Schwefel vollstopfen? Noch ein Verbündeter des kleinen, tapferen Schuhmachers. Nein, ich schaffe das ohne Schwefel. Ich brauche nur ein Schaf, ungewürzt. Gut. Das hier kann ich dir geben. Es ist zwar räudig, aber was soll's. Weißt du, wie man ein Schaf treibt? Du scheuchst es wie einen Schäferhund. Du kommst von links, es geht nach rechts. Du kommst von rechts, es geht... Wenn Hunde das kapieren, kriege ich das auch hin. Okay. Oh. Wie ruft man eigentlich ein Schaf? Hier, Schäfchen. Hey, Schäfchen. Komm her, wir jagen jetzt einen Gabelschwanz. So ungefähr. Aber Schaf. Lauf schon, hopp, hopp. Aber wir müssen eigentlich nur was anderes machen. Ich muss mich kurz nochmal mich sammeln. Das hat Geralt bestimmt schon getan. Ah, der Drache von Fyrisdal ist hier sogar schon. Goldener Perol, Kartätsche, Drakoninöl, Art. Ja, passt auf. Dann Kartätsche haben wir, glaube ich, schon drin. Ja. Dann kommt noch Drakoninöl. Na, immerhin verbessert haben wir dabei. Und goldener Pyrol, ist das wirklich relevant? Immunität gegen Gifte. Ja, okay, das klingt gut. Werden wir mal austauschen gegen den überlegenen Donner. Mhm. Okay. Und, naja, Schaf, das ist die falsche Richtung. So, hopp. Okay, ich merke schon, das wird schwierig. Nun geh mal weiter. So, da irgendwo zum Turm. Falsche Richtung. Ah, das passt. Nicht stehen bleiben. So. Kommt er? Das ist er doch schon. Schaf? Endlich. Endlich. Okay. So. Wartet mal. Die Kartätsche. Ich nehme mal den Trank. Ja, wie. Das ist schon mal gut. Ich sollte aber mir auch Schutz geben. Und Waldkauz. Ja. Nochmal Schutz. Okay.
Ah, Art habe ich vergessen. Und vielleicht doch auch mal die Armbrust. Jawohl. Jetzt mit Art. Das war nicht Art, ist egal. Ich hänge dir deinen Kopf an den Sack. Läuft doch. Das war Art. Fand ich jetzt aber nicht so beeindruckend. So. Okay, das war nicht so gut. Zu spät die Armbrust gezogen. So, komm her. Rennen ist doch immer so eine solide Sache, ne? Jawohl. So, es fehlt nicht mehr viel. Nein, jetzt fliegt doch nicht bitte noch weg. Daneben. Egal. Das war der entscheidende Schlag. Huh. Lauf schon, Schaf. Toll rum. Du hast es dir verdient. Ja, das Schaf hat überlebt. Großartig. Gabelschwanzhaut. Und wo haben die immer die Waffen? Im Magen oder was? Okay, sehr schön. Dann müssen wir jetzt nur zurückkehren und unsere Belohnung einstreichen. Wir gucken aber kurz nochmal, was war das für eine Waffe? Ist die irgendwie interessant für uns? Ja, hat er hier schon oben einsortiert oder was? Tänzerin, das war sie. Ja, nicht schlecht, aber nicht gut genug. Naja, ich meinte, man kann dazu schon... Ich habe dazu auch schon Drache gesagt. Oder natürlich... Wir leben anständige Leute. Als ob mich was korrigiert von würde. Zuschauern. Aber man kann das schon als Drache bezeichnen, finde ich. Hilfst du uns jetzt mit dem Drachen oder nicht? Das Problem ist gelöst. Und? Das war's? Erzähl mir mehr. Hat der Drache Feuer gespuckt oder Gift? Na, ja, wir sagen mal die Wahrheit. Klären wir ihn mal auf. Das war kein Drache, sondern ein Gabelschwanz. Sieht ähnlich aus, ist aber kleiner und nicht so gefährlich. Nicht so gefährlich, sagst du? Dann sollte deine Belohnung auch nicht so hoch sein. Ja, wir ja, ja. Wir hatten uns auf eine Summe geeinigt. Ja, für einen Drachen. Hätte ich gewusst, dass es ein Gabelschwanz ist, hätte ich ihn selbst umgebracht. Ich hab's geahnt. Es war einmal ein Monster. Da kam ein Hexer und das Monster war weg. Alles klar. Was für eine schöne Geschichte. Gut, wir werden dann als nächstes uns um den anderen Auftrag hier kümmern. Und vielleicht schauen wir auch nochmal in diese Kneipe rein, die hier angeblich existieren soll. Mal sehen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinwald.